Gut, wenn wir hier so ein bisschen offenes Mikro machen, weil viele Leute sind vorne immer wieder zu sehen, aber es gibt viele Stimmen und viele Leute, die sich hier zu diesem Arbeitskampf Gedanken gemacht haben. Ich fände es gut, wenn wir das verbreitern, wenn alle, die was dazu zu sagen haben, auch das tun können, ihre Stimme äußern können und wir so halt viel mehr kreative Ideen und Gedanken und Anstöße bekommen, wie das Ganze hier weitergehen soll. Im Sinne einer Streikversammlung vielleicht sogar. Das, was in vielen Ländern der Welt in den Traditionen der Arbeiterbewegung verankert ist und was jetzt in Kämpfen wie bei der Charité Facility Management, CFM, also ausgegliederte Tochter von der Charité oder eben auch der VSG, Vivantes Service Gesellschaft, sich jetzt wieder etabliert, also dass bei solchen Versammlungen im Streik halt die Kolleginnen alle zusammenkommen und darüber entscheiden und darüber bereden, was soll als nächstes passieren, wie lange wollen wir weiter streiken und so weiter. Und genau, das ist ja einer der Punkte, die immer wieder gefallen sind mit dem Streik. Und zwar, ja, wir können durchaus uns auch vorstellen, warum die Bosse jetzt von den Universitäten halt eben nicht ein besseres Angebot vorgelegt haben. Wir haben sehr wichtige, sehr gute Aktionen gemacht, aber jetzt müssen wir halt eine Schippe drauflegen und die ganzen Befragungen, die wir gemacht haben, die Gespräche, die wir geführt haben, die Nachrichten, die an die Initiative gekommen sind, haben immer wieder die Frage aufgeworfen, was ist denn eigentlich mit diesem Streik? Und ich denke, so wie Yunus das geschrieben hat in einem Artikel kürzlich, auf Klasse in Klasse, da bin ich auch mit organisiert, der Streik ist unsere Waffe und wie sollen wir einen Kampf ohne eine Waffe gewinnen? So, und genau dieses Druckpotenzial, dass wir sagen, ohne uns läuft hier nichts, genau das ist es, was wir Ihnen auch bildlich vor Augen führen müssen, denn auch wenn Leute sagen, naja, das sind halt studentische Beschäftigte, die machen halt so Hilfstätigkeiten. Viele haben Zweifel aufgeworfen, was können wir denn überhaupt an ökonomischen Schaden anrichten? Wir können sehr wohl Schaden anrichten, wir können vor allen Dingen Leute mobilisieren, die sonst arbeiten müssten an Tagen, wo wir Aktionen machen wollen. Wir können Kolleginnen zeigen, hey, wenn wir heute einfach nicht mehr ins Büro gehen, du kannst mitkommen, auch wenn du kein Gewerkschaftsmitglied bist. Und die 1000 neuen Mitglieder, die zu den davor schon organisierten Mitgliedern dazugekommen sind, sind ein klarer Beweis, dass genügend Leute am Start sind, um auch einen Schritt weiterzugehen. Und ich fände es super, wenn wir vielleicht dazu ein paar mehr Stimmen hören würden, was euch in dieser Hinsicht bewegt, wie es weitergehen soll mit dem Kampf. Und genau, beim nächsten aktiven Kreistreffen wollen wir auch über diese Frage sprechen. Wenn ihr euch das ein Anliegen ist, dann kommt vorbei. Wie soll es auch über den Sommer weitergehen? Da gibt es verschiedene Überlegungen zu. Und genau, wir hatten so ein paar bis zuletzt dauernde sozusagen rechtliche Fragen, aber so wie wir das sozusagen durchdekliniert haben, scheint es wirklich keinerlei Frage zu sein, dass wir natürlich streiken können und selbst wenn das unrealistische Szenario auftauchen würde, dass die Universitäten sagen, naja, jetzt verklagen wir euch, sie hätten gar keine Grundlage, wirklich irgendwelche Summen zu nennen an ausgefallenen Einkünfte oder das, was sozusagen an anderer Stelle Streikbrecherinnen dann erwirtschaftet hätten. So. Also das ist keine so eine große Sache, also das ist nichts, was wir nicht mit einer Entschlossenheit und mit der Kraft unserer Organisation überwinden können. Genau, ich fände es super, wie gesagt, wenn gleich noch mehr Leute was zu dieser Sache sagen können oder zu den Sachen, die euch bewegt. Eine letzte Ankündigung würde ich noch machen gerne. Beim Thema Streik. Die genannten Krankenhaustöchter,
sind ab Montag bis Mittwoch durchgängig im Streik und wie auch schon die Veranstaltung mit dem rot-rot-grünen Senat zur Frage der Arbeitsbedingungen gezeigt hat, der Senat pfeift auf uns. Es gibt halt irgendwelche Sachen, die sind in Koalitionsverträgen festgeschrieben, die sind in anderen Erklärungen oder wie auch immer festgeschrieben. Aber genauso wie uns der Senat letztlich hier verarscht, verarscht der Senat auf Strich und Faden die Kolleginnen aus dem Gesundheitssektor. Das kann nicht einen Moment so weitergehen. Und wir sollten ihnen zeigen, dass wir die Schnauze davon voll haben. Wenn wir mit einem gebrochenen Bein im Krankenhaus landen, wollen wir nicht von überarbeiteten Kolleginnen betreut werden, die im nächsten Moment vielleicht kollabieren müssen, weil es alles zu viel ist. Und genau, deswegen ist unsere Solidarität auch wichtig. Unsere Gruppe, die Revolutionär-Kommunistische Jugend, würde gerne eine Soli-Delegation organisieren und vorschlagen, dass wir das mit TV Stutt gemeinsam machen. Und dafür würde sich anbieten, entweder der Dienstag oder der Mittwoch. Wir trelloen das einfach. Wenn, genau, achtet auf Ankündigungen. Wahrscheinlich Mittwoch wird es eine Soli-Delegation geben von Studis, die zu dem Streik hinfahren wollen und den Kolleginnen zeigen wollen, dass sie nicht alleine sind, dass es der gemeinsame Gegner der Senat ist und die Lohnarbeit als solche, die uns hier in diesem System die ganze Zeit im Hamsterrad hält. Genau. Super, vielen Dank. Das ist ein sehr guter Aufhänger.